Ich 12. Also ich möchte jetzt František Algoldor Appelbeck einführen. Der ist ein Biotechnologist, basiert gerade in Südkorea. Und das ist ein Getränke- und Essensacker. Und er lernt und lehrt über Fermentation. Und er hat ein paar Konzepte, dass er nächstes Jahr in Hackerspaces in Europa entwickeln möchte. Und seine Vision ist das Food Hacking als Communities zu entwickeln und mit Sachen, die in Open Source gemacht werden. Bitte der Fermentationsmaster František begrüßen. Dankeschön, hi. Ich werde ein bisschen über meine Geschichte erklären und was ich gemacht habe, bevor ich ein Hacker wurde und als ich ein Hacker wurde. Und wir werden über der derzeitige Stand und die Zukunft, meine Zukunftsvision. Für mich ist es das Hauptsache, das ich heute erklären möchte. Also das ist ihr könnt sehen, diesen experimentelles Fermentationszentren-Netzwerk HERO, das ist ein langer Name. Ich habe darüber geredet und darüber gedacht für die letzten 5 Jahre und ich möchte das tun und ich versuche jetzt demnächst, also ich möchte die nächste Stufe machen. Es ist für mich sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Ich habe gesagt, František Apfelgeck, Apfelbeck und der Food Hacking Base und Dancing Drops, das sind, die unterstützen meine Tätigkeiten und wie ich arbeite. Das ist der Food Hacking Base Logo und ich habe eine Seite, das ist meine eigene. So, also, wer bin ich? Und wo komme ich her? Ich komme aus Tschechei. Ich habe Biotechnologie und Molekularbiologie und in verschiedenen Universitäten in Tschechei und Polen. Ich bin raus aus Akademie vor ein paar Jahren und dann ich habe einen World Tour gemacht und dann habe ich Fermentation gefunden und das mich sehr interessiert hat und ich möchte das weitertreiben. Ihr könnt sehen, dass die Hackerbewegung, ich bin in San Francisco auf die Hackerbewegung gestoßen. Ich war vorher mit Getränke, Essen und Experimentierung und später bin ich dann zu anderen Orten gegangen. Ich glaube, dass die alte Kenntnisse über Essens- und Getränkeproduktion die heutige Wissenschaft, wo ich herkomme, und Technologie, es ist etwas, das gemacht werden soll und ich möchte das auch fördern. So, Förderung. Wie funktioniert das? Ihr könnt sehen, der Food Hacking Base, das ist ein Projekt, der startet gegen 2011 mit Hilik Farr und wir waren Teil von der Hackers on a Plane für den Last Camp. Und grundsätzlich, wir sind unabhängig, wir sind eine Gruppe für Leute, die über die ganze Welt verteilt sind und wir spielen mit Getränke und wir experimentieren mit Essen, mit Trinken. Wir glauben, dass alle diese Sachen sind cool und sie sollten Teil der Hacker-Movement sein. Es gibt auch verschiedene Gründe dafür. Eine davon ist, das ist als Gegenteil zur Firmenwelt. Unsere Idee ist, das zu unterstützen, die Unterstützung von Kreation und kleine Gruppen, Untergruppierungen in Hackerspaces, in die gesamte Welt. Und dass wir zusammenkommen, wenn wir unsere Ideen austauschen in internationale Events und wir zeigen, was wir tun. Und dann kriegen wir neue Menschen und wir unterstützen wir verbinden uns, wir netzwerken uns und dadurch diese Förderung und das
Und dadurch entsteht diese Movement, diese Bewegung von dem Food Hacking, und wir fördern das und wir treffen uns und vernetzen uns. Das ist, internationales Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Dieses Jahr ist es wichtig am Camp. Wir haben tatsächlich probiotische Getränke. Wir haben ca. 200 Clubmate Getränke, und wir haben das einfach verteilt. Leute, die aus verschiedenen Hackerspaces, aus Tschechien, Südkorea und so weiter zusammengebracht und etwas miteinander teilen. Und also ich habe sehr viele Hilfe bekommen von den Techies in Holland und Artmachinsen. Da war ein Inkubator, wo wir die PCB-Version bekommen haben von unserem Controller, das unsere Produktion vereinfachen und soll und deutlich cooler, also Licht und so weiter kontrollieren. Und wir versuchen das zu fördern, dass die Leute realisieren, dass es möglich ist, man kann eine Kusche und wir können einen kleinen Biolab haben, und das wird nie, der Hackerspace wird nicht brennen. Also wenn ihr wollt sehen, wie das ist, kommt einfach zum Cool Flaking Bait. Das ist direkt neben Milliways. Also das ist der beste Ort zu gehen, denke ich. So, was ist Dancing Drops, Chung Chung Mo? Das ist eine Gruppe, die wir in Südkorea haben. Grundsätzlich mich und meine Freundin. Wir haben 4 Jahre gebraucht, um Fermentierung zu finden. Und ich glaube, dass, also ich war in Korea für 4 Jahre, und was wir gemacht haben, war ziemlich interessant, aber aus verschiedenen Gründen und Schwierigkeiten, ich möchte mal zurück nach Europa, und das ist auch ein großes Teil von dieser Präsentation, das ich hier machen werde. Wir haben diesen ganzen Workshops, von dem ich rede und so weiter, das haben wir für die letzten Jahren gemacht, und wir haben es gemacht, und das war super. Wir haben dort getestet, und wir machen, ich komme jetzt und ich werde dieses Projekt machen, und ich habe es noch nie gemacht. Nee, wir haben schon aus bitterer Erfahrung gelernt, und jetzt möchte ich das weiter treiben. Eine Sache, die ich festgestellt habe als einen kleinen Biolab, und das ist, wir machen auch ein bisschen Business. Wir haben ein Restaurant, ein kleines Restaurant, das ist ein Businesspunkt. Und wenn ihr da seid, da können Hackers ein paar Monate oder bleiben. Also wir sind da. Also was ich da festgestellt habe, ist, dass so einen Ort am Laufen zu halten, es ist für jeden Tag. Man kann nicht für längere Zeiten verlassen. Und von daher gibt es diese Experimentierung, und das ist sehr tief schwierig. Und ich möchte, und das ist alles wichtig. Und zum Schluss müssen wir natürlich unser Geld wieder reinholen. Die meisten im Hackerspace denken so darüber nach, dass sie erst ihr Geld verdienen und dann in den Hackerspace gehen. Manche haben schon einen Job und möchten den im Hackerspace machen, und das ist so das, was ich machen möchte. Ich möchte meine Zeit und Energie auf etwas verwenden, was ich mag und wo ich dran glaube, und damit möchte ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Dass dieser Talk geht also nicht darum, wie ich auf der Straße lebe, sondern ich möchte etwas tun, was ich glaube, woran ich glaube, was ich mag. Was sind Fermentationsexperimentationszentren? Es ist ein großes, großes Gebiet, und ich werde nur darüber reden, dass sie sind sehr, sehr alt. Es ist, glaube ich, schon vor 20.000 Jahren hat man Met fermentiert in Mesopotamien. Es gab immer Orte, wo Leute sich getroffen haben bei Sachen, die sie mögen, also auch Fermentation. Etwas jünger sind zum Beispiel Klöster in Belgien oder so weiter, und da haben sie gebraut. Das ist ein tolles Beispiel von einer Gesellschaft von Menschen, die zusammenkommen und Sachen täglich erledigen, experimentieren und Wissen teilen und das Wissen ja für die nächsten Jahrhunderte festhalten. Sie holen ihre Ressourcen und unterstützen damit das Kloster und auch
die lokale feudale Ordnung oder die, die Kirche. Das ist also keine neue Sache. Es gibt mehr Sachen. Heute gibt es Geschäfte, Businesses, es gibt Non-Profit-Organisationen, es gibt Fabriken, in denen man das tun kann. Ich würde sagen, mein Hintergrund ist die Akademie, ist die Universität. In der dort wurden die Kunst der Fermentierung und Wissenschaft der Fermentierung im späten 20. Jahrhundert gefestigt. Und dort gibt es Menschen, die sich für das Thema interessieren. Sie haben Infrastruktur, sie haben Fonds, sie haben Ausrüstung, sie haben tolles Wissen und in ihren Schulen. Und das ist toll von diesem Punkt. Aber wenn man dort etwas machen möchte, dann muss man die Hierarchie kennen. Man muss wissen, dass man erstmal 10 Jahre Karriere hinlegen muss und dann merkt man, dass es einige Sachen gibt, die relativ lange brauchen können, um sich zu entwickeln. Es ist zum Beispiel sehr schwierig, da reinzukommen und irgendwas zu tun. Dann kommt vielleicht irgendwelche Projekte, die man gar nicht machen möchte. Etwas anderes ist noch, dass das mir nicht gefällt, dass es vieles zwar angewandt ist, aber das meiste ist einfach für irgendwelche größeren Firmen oder so. Ich mag kleinere bis mittelgroße Produktionen, das würde mir also nicht gefallen. Und so war ich auch sehr beeindruckt von dem Hackman-Movement. Und als ich bei der Noise Bridge war, dann da kann man Sachen tun und teilen und genießen und dann bekommt man eine ganze Menge Ressourcen, solange die Projekte mit der Gemeinschaft geteilt werden. Das ist also kein Problem für mich. Ich liebe das. Ich mag die Offenheit und die Flexibilität. Und das hat mich wirklich angezogen. Und ich habe festgestellt, dass Essen und Trinken, also Biohacking, das wird viel zu wenig getan. Und ich glaube wirklich, dass es Spaß machen würde, von dem, was ich bisher gesehen habe. Es gab auch Interesse dafür und das ist auch wichtig. Wenn man, was experimentelle Fermentierungszentren angeht, es gibt also einen Ort in der Wirklichkeit, diese Orte sind wichtig. Es gibt Sachen wie zum Beispiel eine Experimentküche, ein Labor. Wenn es Sachen, wo man Essen fürs Abendessen mit den Mitgliedern vorbereiten kann und wo man ein bisschen Geld einnehmen kann und auch fröhliche Gesichter für zukünftige Projekte, weil man Leute zusammenbringt. Es gibt einen Unterrichtsraum, also ein Klassenzimmer sozusagen oder einen Workshop-Ort, der kann geteilt werden. Das ist noch etwas, was ich wirklich empfehle. Einen virtuellen Ort, ihr kennt das aus dem Hackerspace, ihr habt zum Beispiel ein Wiki, ihr habt einen IRC-Kanal, ihr habt eine Mailingliste, ihr seid also da draußen, ihr kriegt Sachen dokumentiert und ihr gebt sie an andere weiter und teilt sie. Ich mag Community-betriebene und Community-geteilte Sachen. Also ich mag, wie Hackerspaces betrieben werden. Und ich finde, es wäre auch schön, das für dieses Projekt anzuwenden. Die meisten von diesen Fermentationszentren ein Teil der größeren Hackerspaces sein sollten. Also es sollte vielleicht ein paar Unabhängige geben, aber die meisten wären Teile normaler Hackerspaces, zum Beispiel Noise Bridge, Progress Bar und so weiter. Und ihr solltet auf jeden Fall darüber nachdenken, ob, falls ihr irgendwie eine Küchenecke bauen wollt, wo ihr Bier herstellen kann oder Pilze oder Käse. Ihr solltet aber an eure anderen Mitglieder denken. Also ich habe gesehen, wie manche Sachen durch explodierende Töpfe und oder schlecht riechenden Käse zerstört wurden. Also Respekt der Gesellschaft ist sehr wichtig, denn wenn man
Eines der Geschenke davon ist, dass man die Community, die Gesellschaft zusammenbringt. Also ihr solltet nicht versuchen, sie zu zersprengen, sondern sie zusammenzubringen. Also braucht ihr Respekt. Und ihr solltet einander respektieren. Je nachdem, was ihr tut, solltet ihr denken, ist das, was ihr tut, ist das okay oder könnte das euren Ort zumachen? Also zum Beispiel, manche wollen mit Gentechnik experimentieren, aber wenn man das richtig machen will, dann muss man viele Dinge wissen und wenn man das nicht tut, dann kann man Ärger kriegen. Ich glaube, dass Foodring und Biohacking Spaß macht und möglich ist. Ich habe gesehen, dass das ganz oft passiert und viele Hackerspaces kommen häufig vor und unser Noisebridge, also sehr viel Events und viele Leute und wir haben ein Goldway, also Dancingdorf, wir haben die und wir haben Hackteria, ich war noch nicht dort, aber in Jugoslawien. Es gibt Sachen, die sieht man, die passieren. Und ich glaube, dass diese Experimentation sollte neue Sachen geben sollen. Sie sollten miteinander zusammenarbeiten. Und also wir werden keine tiefe Untersuchung. Wir müssen zusammenarbeiten. Workshops super. Und dann gibt es weitere Programme und man kann zusammen diese Programme zusammensetzen. Und natürlich, wenn die Leute das gemeinsam machen, warum sollten sie nicht in der Lage, die Kosten davon abzudecken? Und das sollte tatsächlich, gemacht werden, also applied. Es sollte gemacht werden auf eine Art und Weise, dass es wichtig ist für die echte Welt, dass es eine Auswirkung hat auf der echte Welt. Und deswegen wollen wir ein bisschen Pilot-Produktion oder Kollaboration. Das sollte die Community zusammenbringen. Das ist toll. So die Struktur. Das war ein Witz, dass Sachen, die sauber zu machen und Wasser und das ist alles nicht wichtig. Es muss sehr spezifische Platz und ich mag lieber, du machst das und die Leute kommen mit und machen mit. So, also es ist mehrere Startups, also derzeit. Und also was sollte auf jeden Fall drin sein? Community, Open Source, das sollte sehr dokumentiert sein. Also die Orte zum Experimentieren und die Art und Weise, wo man lehrt und lernt. Also das ist wichtig. Also das wäre cool, wenn man irgendwie Leute dort unterbringen kann, aber das braucht Geld und Zeit und kleine Produktion und Kollaboration von diesen. Also das ist schwierig, aber für mich ist es wichtig. Was möchte ich noch machen? Ich möchte diesen Projekt haben in 6 bis 7 Jahre. Also ich habe Erfahrung. Also ich will ein Projekt leiten. Es gibt 7 Jahre Erfahrung. Ich habe diesen Aufbau und ich möchte, dass es in Europa passiert. Und ich möchte das vorbereiten. Diese Präsentation ist eigentlich dafür gemacht, dass die Leute wissen, dass ich das machen kann und dass ich hier da bin und damit das passiert. Mein Hauptprojekt ist, ich versuche eine Community aufzubauen, die offen ist zur Herstellen von für Essen und zu trinken und das Teilen und dass die Leute tatsächlich dazu kommen, die Gründen zu machen. Also Community ist auch lokale und sie sollten das machen. Internationale Kooperation ist auch äußerst wichtig, definitiv. Erste Phase. Ich brauche Orte, ich muss den Programm spezifizieren, die in die nächsten Jahre, das wird möglicherweise bis zu 6 Jahre, ich muss die Ressourcen für die nächsten 2 bis 3 Jahre geklärt haben. Kollaboration wäre wichtig und es gibt
Also ich muss mich ein bisschen organisieren. Also es gibt ein bisschen Unterstützung, Newsletter, Portale, Diskussionen, und damit es läuft, muss man tatsächlich diese Community nach vorne treibt und daran arbeiten. Also ich bräuchte 20.000 Euro, um überhaupt damit zu leben. Hoffentlich, also ich, hoffentlich weniger, aber ich muss realistisch sein. Also das war die erste Phase, die also ich muss auf jeden Fall bei denen sein, bei all der Events, also auch interkontinentales Hackerspaces, mehr Spaces bauen, das ist wichtig, das ist, ja, also ich will meine Kosten abgedeckt sein, 20.000 Euro im Monat sollten das abdecken, also ja. Basic Quellen, also ethisch, das ist okay. Ich werde nicht kommerzielle Firmen, weil ich werde nur, also ich werde nur Sachen machen, die ich glaube und das ich mag. Nun, so, warum ich da, ich brauche ein Bild, deswegen jetzt habt ihr ein Bild. Also ich mag lieber schwarz und grün, das war das Bild. Also wie viel Zeit habe ich noch? Bin ich noch im Minus? Schon im Minus? 7 Minuten noch? Okay. Okay, so, wir werden etwa weniger fragen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit jetzt. Also, grundsätzlich, die nächste Phase, die ist die zweite Phase. Also, das wird Zeit brauchen, um das zu vorbereiten. Aber in die nächsten Phase ist, der Aufbau der Experimente, der Laboren aufbauen und, also, der Aufbau der physischen Orte. Das ist, ja, wichtig. Und starten mit Workshops und Experimentierung, die Communities aufzubauen innerhalb von diesen Plätzen. Und das sollte hoffentlich in der zweiten Jahre des Projektes. Und wir schön Produktions-, also Pilotproduktionen aufzubauen und Testing der Infrastrukturen. Und ja, es muss gemacht werden, das Testen. Und natürlich, die Hackers sind Leute, die ich damit dabei haben möchte, aber ich möchte das zweite Jahr. Also ich möchte auch, ja, ich bin Akademiker. Und ich glaube, dass im ersten Jahr mit den Kosten von 20.000 Euro plus Running Cost, also wenn man unabhängig ist vom Anfang an, ist das günstig, also ist es kostet. Wenn man Hackerspace schon hat, dann ist es günstiger. Dann gibt es die Kosten, die Kosten werden bis 25.000 Euro. Total bis zwischen 45.000 bis 60.000 Euro im Jahr. Also das ist die zweite Jahr. Wir haben jetzt die erste Jahr, zweite Jahr. Die Quellen, Hauptsache Crowdsourcing, Grants, also ja, Geld vom Staat. Zweite Phase. Die Sachen, sie laufen. Wir haben keine Zeit, um rauszukommen von dem Ding, von wo wir sind. Dritte Phase, also es ist alles da, die Orte sind da in diesem Moment. Wir haben 2 Jahre, um das zu tun. Die erste 2 Jahre Vorbereitung und dann weitere, also die Sachen vorbereitet, also fertig vorbereitet machen, Informationen ausgeben, internationale Kollaboration, mehr Reise international, Recherche und die Sachen erledigen und ja, und mehr unabhängig wird, und damit man gewinnt Profit dadurch oder die Art und Weise, wie man an die Ressourcen ankommt. Das ist krucial. Also ich glaube, das werden 35.000 bis 50.000 Euro. Das sollte das abdecken. Also ganz am Ende, das ist die letzte Phase, wenn man das fertig ist. Das ist 1-2 Jahre. Wir haben unser Modell, der unter sich hält. Wir haben das aus, wir kommunizieren nach außen und wir teilen mit anderen Leuten, und das sollte also zwischen 4.000 bis 60.000 Jahr sollte kommen, und das Geld soll durch die Projekte ankommen. Die sollte unabhängig sein an dieser Zeitpunkt. Ja. Und ja, der Budget sollte abgedeckt sein, der sollte sauber sein, und der Ort sollte in Operation sein.
in Betrieb sein. Und es sollte future, also künftige Ziele sollten jetzt gesetzt werden und weitergeführt werden. So, das ist eine Zusammenführung, wie ich das zusammengepackt habe. Das ist nochmal die Kosten allgemein. Ich möchte das nächstes Jahr anfangen, bis 2021. Und ich möchte, das ist mein Hauptprojekt, ich glaube, ich werde 200 bis 250.000 Euro wird es kosten. Es könnte mehr sein. Und deswegen versuche ich jetzt, ich möchte Kooperation haben, dafür bin ich da. Aber der tatsächliche Kost wird circa mindestens so viel. Wer wird das abdecken, muss ich nachher herausfinden. Aber das wird so und so viel, das wird so viel kosten. Ja, total Benefit, also wie viel Geld wird, also was der Benefit davon ist, der Vorteil, werden wir sehen. Also, ja. Also ich werde das in den nächsten Jahren sehen. Also sorry, dass es so schnell geht, aber ich habe nicht so viel Zeit. Und letzte Sache ist, letzte Slide ist, danke. Nochmal die Information an euch, damit ihr seht, wie ihr mich kontaktieren könnt und online. Also da sind meine Seiten. Ja, und Dankeschön, Dankesinhops für von Hacking Base Communities dafür, für die Unterstützung in die letzten Jahre und die Hermes also Foundation, die mir geholfen hat, hierher zu kommen. Und sie haben mein Flugzeugticket bezahlt. Also ohne den wäre ich nicht hier, um diese Präsentation zu halten. Bitte redet drüber. Sag die Leute Bescheid, rede drüber, gib die Information weiter und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr das in Europa machen werden. Und ja, und also und wir wollen, dass es machen, dass es geteilt wird über die gesamte Welt. Ja, das ist alles und ich habe leider keine Zeit für die Fragen, aber danke, dass ihr da wart und ich hoffe, dass wir uns demnächst sehen und wir sehen uns beim 32C3. Vielen Dank für die Sache. Haben wir Fragen, dass sehr schnell gefragt werden kann? Okay, keine Frage. Kommt zu der Food Hacking Base. Food Hacking Base, das ist direkt neben dem Milliways. Ja, kommt runter, wir sind da, guckt euch ein Konzept an und ja. Vielen herzlichen Dank und schönen Abend, trinkt Wasser und ja, oh, es wird vielleicht noch Sturm geben und ja, und ja, habt Spaß beim Camp, ja, und schönen Abend noch. Ja, auch von der Übersetzerin.